Ich habe mich einfach noch nicht reif gefunden. Ich war eigentlich nicht bereit gewesen, wirklich für ein Buch über mich. Weil, erstens glaube ich, kommt noch so Haufen. Also ich hoffe, es kommt noch Haufen. Und ich finde es auch nicht so wichtig. Nur wenn man es dann vor sich sieht, dann nachher ist man gleich ein bisschen stolz. Das Spezielle an der Beziehung mit Bernhard Russi ist, dass ich 1970 im Grödental mit der Longines die Zeitmessung gemacht habe, war er der Weltmeister geworden ist. Ja, ich mit ihm durfte zusammenarbeiten. Wir sind viel in den Bergen, im Schnee, im Ski-Weltcup. Von ihm konnte ich einen ganzen Haufen natürlich lernen, direkt auf der Skipiste. 1972, wo man sehr hart müssen mit diesen jungen Burschen, die schon gemeint haben, sie seien die Besten, sie seien schon Olympiasieger, Weltmeister. Wir müssen back to earth bringen. Wir kennen uns seit 1972 in der Olympiade von Sapporo. Und ich kenne dich natürlich sehr gut, weil wir im Playamar miteinander 1974 im Trainingslager waren und uns schwer amüsiert haben am Abend. Durch das, dass er im Skisport tätig war, mit dem Fernsehen zusammen, die ganze Analyse von meinen grossen Erfolgen, haben wir natürlich viele Kontaktpunkte gehabt und ich habe immer ihn bewundert, was er hat vollbracht. Mein anderer Mann sehen wir uns immer wieder. Er sagt schon lange, ich darf mal mit ihm Skifahren kommen. Und das muss ich unbedingt mal einlösen, das Angebot. Der Bernhard Russi, der ist irgendwie so Grenzlinie. Der ist nämlich 1970 zu Val Gardena auf schwarz-weiß Fernsehen Weltmeister geworden und 1972 zu Sapporo im Farbfernsehen Olympiasieger. Es kommt einem ab und zu ein bisschen fremd vor, weil man sieht sich selber ja ein bisschen anders. Also man sieht sich selber nicht so im Schaufenster, sondern sieht sich selber eher so ein bisschen als normaler Mensch. Und dann auf einmal sieht man dann die Bilder, die halt dann von außen geschossen worden sind. Und man muss sich dann, oder man tut sich dann automatisch mit dem auch so ein bisschen identifizieren.